Armin und ich fahren jetzt zum DM, denn heute gibt es unseren ersten DM-Live-Haul. Vorab wollte ich aber noch schnell was loswerden, weil momentan ein bisschen Wirrwarr wegen Werbung auf Social Media herrscht. Und zwar werde ich dieses Video komplett als Werbung kennzeichnen, da ich euch selbst gekaufte Artikel zeige und ich mich da von meiner Seite aus absichern möchte. Und da das Video in Kooperation mit Pampers entstanden ist, werde ich diese Stellen extra kennzeichnen, da ansonsten diese Transparenz für euch ja komplett verloren geht. Und das finde ich nicht so schön, deshalb findet ihr dann nochmal extra Kennzeichnung und ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg zum DM und sehen uns dann gleich dort wieder. Hallo! Heute drehe ich meinen ersten DM-Live-Haul. Wie ihr seht, befinde ich mich gerade in einem DM und wir dürfen heute ganz alleine hier shoppen mit euch zusammen. Und ich habe hier meine Einkaufsliste und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Also ich brauche als erstes einen Nagellack. Und ich habe mich diesmal dazu mal entschlossen, einen Essen-Nagellack zu kaufen. Sind zwar ein bisschen teurer, aber sollen wohl besser halten. Also ich habe noch keinen und werde mir jetzt mal hier eine schöne Farbe raussuchen. Ich stehe ja eigentlich immer so auf Rot. Ich würde sagen, den nehmen wir mit. Und ich sollte mir vielleicht mal eben einen Einkaufskorb nehmen. Da haben wir hier schon mal direkt einen. So, dann nehme ich mir noch einen neuen Augenbrauenstift mit. Dann nehme ich immer den hier. Das ist so ein Teleskopstab, den kann man so rausdrehen. Dann möchte ich nochmal einen neuen Alverde Lip Liner haben. Da habe ich, glaube ich, die Farbe 06 und werde jetzt mal eine extremere Farbe mitnehmen. Ja, was sind wir hier? Dann sind wir direkt schon hier beim Nagellackentferner. Da nehme ich den Nagellackentferner. Kann ich euch definitiv empfehlen, damit gehen die Nägel am schnellsten sauber. Also wir brauchen auf jeden Fall Autan nicht gegen Mücken, sondern gegen Zecken, ja. So, dann nehme ich die Mias Lieblingswinkelpops mit. Und einmal mein Lieblingsbrotaufstrich. Das ist der unser Toskana. Dann nehme ich einmal die Aqua Pure Feuchttücher mit. Die nehme ich das erste Mal mit. Und die bestehen zu 99% aus Wasser, sind daher wie ein Waschlappen und helfen, den pH-Wert der Babyhaut, wieder herzustellen. Wo wir dann gerade bei Pampers sind, nehme ich auch meine geliebten Pampers Premium Protection mit. Und zwar in der Größe 3. Armin ist ja mittlerweile schon ein bisschen größer geworden. Und zwar bieten die besten Komfort und sanften Schutz durch das federweiche Material und die absolute Trockenheit durch die Luftkanäle. Dann gehen wir jetzt noch in die Reinigungsabteilung, weil da brauche ich auch einmal unser Feri. Riecht richtig lecker. Manchmal nehme ich auch das Rote, aber das Grüne ist definitiv mein Favorit. Das Vollwaschmittel von Ariel. Riecht auch richtig lecker. So, jetzt müssen wir noch, lasst mich schauen, Zahnbürsten und Haargummis brauchen wir. Dann nehme ich die dicken Haargummis hier. Wenn ihr dicke Haare habt, kann ich euch die definitiv ans Herz legen. Die sind super. Die mit. Die pulsiert. Macht die Zähne schön sauber. Ich würde sagen, ich habe alles. Dann gehen wir jetzt mal zur Kasse.
Zahlen, nicht wahr? Ich bin zurück vom Einkauf. Hier ist unsere Beute und es ist echt total komisch, dass ich euch jetzt nicht meine geshoppten Sachen zeige, so wie ich das sonst in einem DM heute tue, weil ihr einfach schon beim Einkaufen mit dabei wart. Irgendwie sehr ungewohnt für mich. Falls ihr Lust auf mehr solcher Shopping-Live-Hauls habt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und schreibt mir auch gerne, wo ich einkaufen gehen soll. Und ja, damit verabschiede ich mich aus diesem Video. Ich bedanke mich bei Pampers für die nette Zusammenarbeit und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.